Ob ein üppiges Menü, Getränke oder Süßigkeiten, alles muss erst einmal verdaut werden, mit dem Magen. Das Verdauungsorgan ist sehr empfindlich und kann bei übermäßiger Ernährung in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch eine genetische Vorbelastung kann das sensible Organ anfällig machen. Um ernsthaften Erkrankungen im Verdauungstrakt entgegenzuwirken, kann man sich bei einem Facharzt einer wichtigen Untersuchung unterziehen. Umgangssprachlich ist es die Magenspiegelung. Der Experte spricht von einer Sofogogastroduoendoskopie. Mit dieser Untersuchung können rechtzeitig Veränderungen in der Speiseröhre, dem Magen oder dem Zwölffingerdarm erkannt werden, wie der Facharzt Dr. Bernd Birkner aus München erklärt. Wir untersuchen erst einmal das Innenleben dieser Organabschnitte, das heißt die Schleimhaut in der Speiseröhre, die Schleimhaut des Magens und die Schleimhaut des Zwölffingerdarms. Außerdem sehen wir natürlich die Konfiguration. Das handelt sich ja immer um Hohlorgane. Diese Konfiguration können wir sehen. Das heißt, wir können sehen, ob Einengungen, ob Verletzungen, ob Geschwüre in diesen Schleimhautabschnitten vorhanden sind. Ist die natürliche Schutzbarriere des Magens gereizt, verletzt oder entzündet, können unter anderem durch die aggressive Magensäure Beschwerden und gesundheitsgefährdende Veränderungen des Organs auftreten. Dann ist eine Magenspiegelung die effektive Untersuchung ohne Schmerzen. Die häufigste Ursache, die wir derzeit sehen, die zu einer Magenspiegelung führt, sind sogenannte Refluxbeschwerden. Das besteht in der Regel aus Sodbrennen oder aus der Schwierigkeit zu schlucken oder das schmerzhafte Schlucken, die sogenannte Dysphagie, dass eben bei dem Schlucken eines Speisebreis Schmerzen hinter dem Brustbein entstehen. Daneben geht es um die Untersuchungen, ob ein Tumor sich im Magen befindet oder in der Speiseröhre oder ob andere entzündliche Veränderungen, Geschwüre in diesen Abschnitten vorhanden sind. Die können wir sicher mit dieser Methode erkennen. Die Magenspiegelung wird mithilfe eines sogenannten Gastroskops durchgeführt. Dieses optische Gerät in Form eines flexiblen Kunstschlauchs führt der Arzt über den Rachen des Patienten ein und kann diesen durch die Speiseröhre bis in den Zwölffingerdarm vorschieben. Das Gastroskop ist mit Kamera und Licht ausgestattet, sodass der Spezialist die Organe des Patienten Zentimeter für Zentimeter auf eventuelle Unregelmäßigkeiten untersuchen kann. Während der Magenspiegelung können nicht nur mögliche Veränderungen in den Organen erkannt, sondern auch bestimmte Verletzungen oder Erkrankungen direkt behandelt werden. Wir können natürlich immer Gewebeproben entnehmen, um damit eine feingewebliche Untersuchung zusätzlich zu machen. Bei Blutungen, die ebenfalls in diesen Abschnitten auftreten können, kann man auch eine Blutstillung durch das Endoskop vornehmen. Für den Patienten gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten für die Durchführung der Magenspiegelung. Zum einen kann sie bei vollem Bewusstsein mit einer lokalen Betäubung durch ein Rachenspray durchgeführt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Schlafspritze, die durch eine Narkoseärztin initiiert wird. In beiden Verfahren muss der Patient zuvor 4 Stunden nichts gegessen und getrunken haben. Dann kann die risikoarme Behandlung durchgeführt werden. Es gibt eigentlich keine Nebenwirkungen, aber es gibt Komplikationen. Die schlimmste Komplikation ist eine Durchstoßung der Wand, entweder in der Speiseröhre oder im Magen oder im Zwölffingerdarm, die aber höchst selten vorkommen, in der Größenordnung von 1 zu 50 bis 1 zu 60.000, wenn überhaupt. Meistens handelt es sich dann auch um veränderte Strukturen, wie zum Beispiel Einengungen, die dann eben verletzt werden, wenn mit sehr großer Gewalt versucht wird, diese Einengung zu überwinden. Es gibt keine Empfehlung für eine regelmäßige oder eine vorsorgliche Magenspiegelung. Ausnahmen gibt es dann, wenn eine erhöhte familiäre Belastung bekannt ist oder wenn bereits Vorerkrankungen aufgetreten sind. In der Regel muss die Untersuchung von einem Hausarzt überwiesen werden.